Ich lese ein paar Verse aus dem Kolosserbrief, die wir vielleicht jetzt ein bisschen anders den Klang verstehen, nach dem, was wir gehört haben. Und dann bitte ich den Peter noch, dass er betet mit uns. Ja? Kolosser 2 schreibt Paulus, lasst euch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht, in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Gnade. Nun aber legt alles von euch ab, den Zorn, den Grimm, die Bosheit, die Lästerung, die schandbaren Worte aus eurem Munde. Lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja. Betest du noch mit uns zu Beginn und dann starten wir. Ja. Dankeschön. Ja, Stellung und Wandel gilt das Gesetz noch für Christen. Wir machen da Fortsetzung, wo wir gestern aufgehört haben. Gestern haben wir gesagt, wir sollen nicht das Gesetz halten, nicht das Gesetz des Mose halten, sondern wir sollen Christus darstellen. Ja? Und deswegen schreibt der Paulus im Kolosserbrief ja auch, zieht aus und zieht an. Zieht aus die alte Natur, zieht an die neue Natur. Das geht nur im Neuen Testament. Im Alten Testament gab es das nicht. Ja, im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Wiedergeburt gibt es seit Pfingsten. Da hat zum ersten Mal Gott seinen Geist auf Jerusalem ausgegossen. Die Verheißung von Joel ist in Erfüllung gegangen, zumindest zu Teilen. Und da ist zum ersten Mal Wiedergeburt geschehen. Und da hat Gott seinen Geist in Menschen gelegt und eine neue Natur geschaffen. Das heißt, wir haben dann, wenn wir glauben an Jesus Christus, einen alten Menschen und einen neuen Menschen. Einen fleischlichen Menschen, einen geistlichen Menschen. Einen alten Menschen, einen neuen, einen inwendigen, einen auswendigen. Ja, einen Menschen nach Christus und einen Menschen nach Adam. Und diese beiden Naturen, die vereinen wir in uns. Und die machen uns manchmal Sorge und manchmal Not. Ja? Weil dann ein innerer Kampf auch stattfindet. Haben wir gestern darüber gesprochen, wie dieser Konflikt auch entstehen kann. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist ja vielfältig. Ja? Der alte Bund war in Gesetzen gestellt, in buchstäbliche Gesetze, wo wir Christen oft die 10 Gebote auch kennen und die oft zitiert werden. Die anderen lassen wir den Juden. Die Juden sagen, wir haben 613 Gebote im Alten Testament. Ja, also das Wort Tora oder Tanach, da bin ich mir jetzt unsicher, das hat einen Zahlenwert und der Zahlenwert ist 611. Und dann kommen noch 2 Liebesgebote dabei. Du sollst Gott lieben und den Menschen. Und dann kommt man auf 613. Ist aber eine rein theoretische Zahl. Die Juden haben die Gesetze mal alle auch aufgeschrieben. Könnt ihr im Internet auch finden. Und ich habe mir die auch mal alle durchgelesen, weil mich das interessiert hat. Die teilen die auch auf. Ja, 365 Gebote, 248 Verbote. 345 Gebote für jeden Tag im Jahr. 248 Verbote, weil der Mensch 248 Knochen hat. Talmud, lauter so ein Zeugs, steht nichts von in der Bibel. Ja? Nirgendwo steht in der Bibel, wie viele Gebote Gott gegeben hat. Ja? Das ist talmudisch, jüdisch, rabbinisch. Aber man sagt so, ja, 613 Gebote. Aber diese Gebote gehören dem alttestamentlichen Priestertum an, dem Priestertum Aarons und Levis. Und wir haben gestern gesehen, dass das Priestertum sich geändert hat, dass nicht mehr Aaron und Levi Priester sind, sondern dass ihr Priester seid. Ja, wir sind Priester. Haben wir das vergessen? Da müssen wir doch denken dran. Also wenn wir Priester geworden sind im Geist durch Jesus Christus und wenn das hohe Priestertum sich auch geändert hat von Aaron und Levi hin zum hohen Priestertum Jesu Christi, dann muss sich auch das Gesetz ändern, haben wir gesagt. Haben nicht wir gesagt, hat der Hebräerbrief gesagt. Ja, Hebräer 7, Vers 12. Wo das Priestertum sich ändert, dann muss auch das Gesetz geändert werden.
ja, haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir, was machen wir denn mit dem Gesetz jetzt? Wie sollen wir denn, sollen wir es umschreiben? Ja, oder gestern haben wir kurz drüber gesprochen, Jesus geht ja auch her und ändert das Gesetz. Er macht das ja auch schon mal in der Bergpredigt. Ja, denn Jesus sagt ja, ihr habt gehört oder euch ist gesagt, dass ich aber sage euch, ja, wie haben die Rabbiner, wie du? Wer bist, du bist niemand, du bist ein Wanderprediger, du bist eigentlich ein Irrlehrer, ja? Du hast einen Dämon, du kannst doch nicht hergehen und unser Gesetz des Mose ändern. Aber natürlich konnte Jesus das. Das war sein Gesetz. Und wenn man genau hinhört, dann sagt er, euch ist gesagt das, ich aber sage euch. Oh, da macht er sich zum Gesetzgeber. Ja? Warum macht er das? Er macht das Gesetz noch schärfer, noch heißer. Moses Gesetz auf 5000 Grad erhitzt. Das ist das, was die Bergpredigt sagt. Nicht nur mit einer Frau fremdgehen, sondern allein anschauen reicht schon. Gedankensünden zählen schon. Nö, sagen die Rabbiner, Gedankensünden zählen nicht. Dasselbe sagen die Muslime. Nee, Gedankensünden zählen nicht. Doch, sag ich, zählen auch. Kommt aus dem Herzen. Ja? Und da hat Jesus das Gesetz schon mal geändert. Warum tut Jesus das? Damit er sein Volk vorbereitet auf Golgatha. Dass er sagt, das Gesetz ist so gnadenlos, das geht nicht nur den äußeren, sondern den inwendigen Menschen an. Das trifft euch in eurem Sein, in eurer Psyche, in eurer Seele, in eurem ganzen Sein. Das Gesetz zieht euch das Fundament weg, zieht euch die Füße unterm Leib weg. Das Gesetz zeigt, dass ihr voll und ganz von Erde seid und wieder zur Erde werdet und für Gott nicht passend seid. Und dann macht Jesus das Gesetz so scharf in der Predigt. Er überhöht das so stark. Er sagt, wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Wenn deine Hand dich ärgert, hack sie ab. Ja, wie sieht denn dann so ein Mensch nach 14 Tagen aus? Ja, also beide Hände fehlen, da muss jemand anders helfen dann. Beide Augen fehlen. Und eigentlich, wenn man es wirklich ernst nimmt, und das sollte man ja tun, müsste man sich das Herz rausreißen. Denn Auge und Hand machen ja nur das, was im Herzen ist. Ja, das ist das, was das Gesetz mit uns tut. Und deswegen macht Jesus in der Bergpredigt das Gesetz noch strenger und noch enger, weil das Gesetz uns zu Christus führt. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus. So verwendet es auch Paulus. Ja. Und da haben wir gestern kurz uns drüber Gedanken gemacht. Und dann haben wir mal geguckt, wie das neue Gesetz denn ist und was das neue Gesetz ist. Und da haben wir ganz erstaunlicherweise gefunden, jetzt muss ich ein bisschen vorblättern hier, dass das Gesetz, was wir jetzt im Neuen Testament haben, das ist das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi und das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz ist nicht frei, das Gesetz ist Zwang und Vorschrift. Ja? Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber, was der Jakobus da sagt, sodass man fast darüber stolpern muss. Und das Gesetz Christi, das ist einer trage des anderen Last. Warum? Weil Christus unsere Last getragen hat. Und Paulus sagt ja, wie wir gelesen haben, so wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So wie Christus sein Fleisch gekreuzigt hat, so kreuzigt auch ihr euer Fleisch. So wie Christus der Welt gekreuzigt ist und die Welt ihm, so ist auch euch die Welt gekreuzigt und so kreuzigt ihr auch die Welt. Das heißt, so wie Christus, so auch ihr. Nicht so wie Mose gesagt hat, so tut, sondern so wie Christus ist, so seid. Das ist unser Gesetz. Ja? Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Gottes Geist in uns tragen, wenn wir Gottes Wort verstehen können und mit Christus verbacken sind, wie der Luther sagt, dann ist unser Gesetz auch lebendig. Eine Person, eine Persönlichkeit. Unser Gesetz ist Christus. Und das macht Paulus im Neuen Testament. Was die Christen heute aber tun, ist, weil sie so irdisch gesinnt sind, viele wollen auch gerne Gebote haben, dann wissen sie, ich bin so im Limit, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das möchten die Menschen gerne, die möchten gerne Gebote, weil dann wissen sie, wann sie zufrieden sein können. Ja, wie viel muss ich denn hier bezahlen hier für den Eintritt? Ja, das ist so die Frage. Und Luther hat dazu gesagt, wir machen aus Christus wieder einen Mose. Ja, Jesus Christus hat uns das Evangelium, die frohe Botschaft gebracht und die Freiheit vom Gesetz in der Bindung an ihn. Ja, das darf man nicht vergessen, wir sind nicht gesetzlose Leute. Ja? Aber die Christenheit macht aus Christus wieder einen Mose, einen neutestamentlichen Gesetzgeber. Ja? Die Juden hatten das Alte Testament mit seinen Gesetzen, mit ihren Opfervorschriften und Speisevorschriften und Kleidervorschriften und Sozialgesetze und allem drum und dran. Und wir machen in Verblendung und irdischer Gesinnung aus Christus wieder einen Gesetzgeber, sodass wir uns wieder neue Gebote machen im Neuen Testament. Und sind eigentlich neutestamentliche Juden damit. Ja? Versteht ihr den Gedanken ein bisschen?
Das heißt, das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi sagt eigentlich nur das, was Christus will von uns, das tun wir. Und das, was Christus nicht von uns will, tun wir nicht. Ja? Habt Gott lieb und habt die Menschen lieb. Wenn man mal die 10 Gebote anschaut, erfüllen wir die denn, wenn wir in Christus sind? Wenn wir in Christus sind und leben wie Christus, würden wir dann den Namen Gottes missbrauchen? Nein. Ja? Würden wir töten? Nein. Stehlen? Nein. Jetzt könnt ihr alle Gebote durchgehen, alle 10 Gebote, die würden wir nicht tun. Ja? Warum? Weil wir uns sklavisch an die Gebote halten? Nein. Weil wir leben so, wie Christus das von uns wollte. Jetzt habe ich noch ein Gebot für euch, das hätte ich gerne gewusst von euch. Da steht nämlich, du sollst den Sabbat heiligen. Wenn wir in Christus sind, heiligen wir auch den Sabbat? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja? Ja, Gott ruhte, ja. Gut. Sabbat ist der Samstag oder Sonntag? Jetzt habt ihr ein Problem. Ja, sagen wir. Bitte, was denn? Dienstag. Dienstag. Ja, die Juden sind schlau und die sagen auch, da steht ja gar nicht Samstag, da steht der 7. Tag. Ihr könnt auch einen Dienstag halten, wenn es denn der 7. wird, nachdem ihr erzählt. Ja? Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Also jetzt haben wir schon Sonntag, einen Samstag, einen Dienstag, die Muslime nehmen Freitag. Wisst ihr, was das ist? Das ist alles irdisch gesehen. Unser Sabbat ist Christus. Am Sabbat durfte man nicht arbeiten. Wenn wir in Christus sind, ruhen wir auch von unseren Werken, oder? Moment, ja, lass mich den Gedanken noch zu Ende machen. Christus ist unser Sabbat. Und wenn wir in Christus sind, werden wir nicht durch Werke gerecht, dann arbeiten wir nämlich nicht, sondern wir glauben an ihn. Damit ruhen wir von unseren Glaubenswerken und damit sind wir im Sabbat. Aber wir halten den Sabbat so, wie ihn Gott gemeint hat. Wir halten nicht, weil wir Samstag nicht grillen oder nicht arbeiten oder nicht joggen gehen oder, ja, oder nicht kochen für die Familie, sondern unser Sabbat ist, das ist etwas viel Grundsätzlicheres. Wir halten das Gesetz nicht nach dem Buchstaben, sondern nach seinem Inneren, nach dem inneren Willen Gottes. So halten wir das Gesetz. Und deswegen ist unser Verständnis vom Gesetz des Mose, das Gesetz des Mose ist heilig und gerecht und gut, keine Frage. Aber wir verstehen das in Neuheit des Geistes. Sagt das jemand im Neuen Testament? Johannes sagt das. Er sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was wir immer schon hatten. Aber das wahre Licht scheint jetzt. Wo scheint es? Auf das alte Gebot, sodass wir verstehen, der Sabbat, den Gott von Israel haben wollte am Schabbat, am Samstag, wo sie nicht arbeiten und ihren Sauerteig an die Araber verkaufen und am Montag kaufen sie das wieder zurück. Ja? Der Araber kriegt ein bisschen Schekel dafür. Das ist nicht gemeint von Gottes Gesetz. Sondern es ist gemeint, dass Christus unser Sabbat ist und in ihm ruhen wir. Ja? Dann halten wir auch den Sabbat und zwar wahrhaftig, im Geist und in Wahrheit. Das ist der Sabbat, den die Bibel meint. Das hat ja nichts mit dem Tag zu tun. Nee, hat nichts mit dem Tag zu tun. Hat mit der Person zu tun. So ist es. Genau. Paulus sagt, es geht nicht mehr um Tage und Feste und Jahre und um Beschneidung. Ich fürchte, ich habe umsonst an euch gearbeitet, sagt er den Galatern. Ihr seid ja irdisch gesinnt. Ihr guckt euch einen Kalender an, statt dass ihr nach oben gesinnt seid, wo Christus ist, wo unser Zuhause ist. Ja? Es geht nicht mehr um Samstag oder Sonntagheiligung. Es ist gut, wenn wir einen Sonntag, wenn wir einen Tag, ja, keine Frage. Für alle die irdisch denken, wenn ihr einen Sonntag heiligen wollt, könnt ihr tun. Könnt ihr einen Samstag heiligen, ja. Aber das, was Gott wollte, ist, dass wir in die Ruhe Christi eingehen. Denn so wie Gott von seinen Werken geruht hat am 7. Tag, so ruhen wir in Christus. Es ist sogar noch schlimmer. Wer am Sabbat arbeitet soll, nicht essen, gesteinigt werden. Wer am Sabbat arbeitet, soll sterben. Wer im Sabbat Christi noch in seinen Werken ist und aus Werken seine Gerechtigkeit versucht, der soll sterben, der hat das Leben nicht. Versteht ihr? Das steht alles schon im Alten Testament. Was ist denn das Gesetz? Was ist das denn überhaupt? Was ist das denn im Kern der Sache? Das sind ja nicht nur Buchstaben. Das Gesetz ist Gottes Wille in Buchstaben gegossen. Gottes Wille. Gottes Heiligkeit, Gottes Wesen in Buchstaben ausgedrückt, das ist das Gesetz. Und wenn wir das Gesetz übertreten, dann heißt das nicht, dass wir zu schwach wären, das Gesetz zu halten. Dann scheitern wir an Gottes Wesen. Darum geht es eigentlich.
Was ist denn Gottes Wesen? Was ist Gottes vornehmliche Eigenschaft? Liebe. Liebe. Also ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Es kann gar nichts anderes sein, als dass Liebe des Gesetzes Erfüllung wäre. Warum? Weil das Gesetz ja Gottes Wille und Wesen ausdrückt. Wenn das Gesetz aber Gottes Wille und Wesen und Heiligkeit und Liebe ausdrückt, dann kann auch nur die Liebe des Gesetzes erfüllen. Versteht ihr das? Plötzlich macht es überall klack, klack, klack. Der Paulus schreibt ja was ganz Neues. Ja, natürlich. Warum? Weil es Neues Testament ist. Das was ganz, wir sind zu etwas ganz anderem gekommen. Wir sind nicht zum Berg Sinai gekommen mit Donner und Blitz und Finsternis, sondern wir sind zum Berg Zion gekommen, zu der Gemeinschaft der Heiligen und der Engel Gottes, zum hellen, lichten Zion. Wir sind nicht zum finsteren Berg des Gesetzes gekommen, sondern wir sind zum Leben gekommen in Christus. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr schon mit Christus auferstanden seid, wieso wollt ihr denn wieder die alten Gesetze tun und die alten Vorschriften nach den irdischen Elementen euch orientieren? Den Sabbat heiligen und Kleiderordnungen und so weiter. Und den Zehnten halten. Weil ich ein guter Mensch sein will. Genau, ja. Ja, genau. Genau, ja. Gute Frage. Was will Gott von uns? Gott will, dass wir das anerkennen, was er für uns getan hat. Wenn ihr einen Kuchen backt für eure Kinder und die Kinder sagen, nee, schmeckt mir nicht, ich mache mir selber einen Sandkuchen draußen. Ja, so ähnlich ist das, wenn die Christen sagen, wir machen uns wieder neue Gebote. Ja, also das sind Gedanken, die wir durchdenken müssten, oder wo der Paulus sagt, ihr sollt nicht irdisch gesinnt sein. Wenn ihr irdisch gesinnt seid, dann seid ihr wie die Juden, dann haltet ihr euch ans Gesetz und an die Speisevorschriften und all die ganzen Themen. Noch eine Frage. Könnte das denn sein, dass die 10 Gebote für die Christen gelten und die anderen 603 dann für die Juden? Bitte? Ja. Die Frage ist eigentlich die, darf man das Gesetz auseinanderreißen? Darf man 10 Gebote daraus nehmen oder muss man das alles in einem monolithischen Block ansehen und lassen? Das heißt, entweder ganz das Gesetz oder, wie Petrus sagt, ganz die Hoffnung auf die Gnade setzen. Ja? Ein Mischmasch ist nicht erlaubt. Paulus sagt, wer ein Gebot übertritt, ist aller Gebote schuldig geworden. Nicht nur der 10 oder der 603 oder aller Gebote. Warum? Weil das ganze Gesetz zusammenhängt. Ein Block ist dem Gott gegeben. Wir können doch nicht hergehen und aus dem Gesetz einfach 10 Gebote rausnehmen. Das dürfen wir nicht. Ja, das wäre Frevel an Gottes Gesetz. Und Paulus sagt, wer ein Gesetz übertritt, ist das ganze Gesetz schuldig geworden. Das heißt also, das Gesetz hängt zusammen. Und wenn wir die 10 Gebote halten wollen und wegen mir auch den Sabbat heiligen, am Samstag nicht arbeiten, dafür dann am Sonntag arbeiten gehen, ja, so wie die Juden, oder wegen mir heiligt den Dienstag oder wie man das will, ja, den 7. Tag, dann müsst ihr alle Gesetze halten. Dann müsst ihr die Opfergesetze halten. Und da fängt es ja schon an, dass es aufhört. Da fängt es schon an mit dem Aufhören, weil es gibt keinen Tempel. Die Juden haben keinen Tempel, kein Opfer, keinen hohen Priester, keine Reinigung, keine Heiligung, kein ewiges Leben, keine rote Kuh, und die Juden haben nichts. Und wir haben alles in Christus. Und sie könnten auch alles haben, wenn sie dann an Christus glauben würden. Denn wir haben auch ein Passahlamm, was für uns geschlachtet ist, sagt Paulus. Christus. Wir haben auch einen Sabbat. Christus. Wir haben ein Opfer. Christus. Wir haben einen Tempel, der dürfen wir selber sein, mit Christus. Ja? Christus ist der dritte Tempel. Die Juden wollen einen dritten Tempel bauen. Ich verzettel mich jetzt ein bisschen. Die Juden wollen einen dritten Tempel bauen. Christus ist der dritte Tempel. Wer hat das gesagt? Na, er selber. Ja, der erste Tempel Salomo, von Salomo gebaut. Der zweite Tempel von Zerubabel. Herodes hat ihn dann ein bisschen hübsch gemacht. Und der dritte Tempel ist Jesus. Er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn am dritten Tage aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Warum war Jesu Leib ein Tempel? Weil Gott in ihm wohnte. Wenn Gott in euch wohnt durch Gottes Geist, dann seid ihr auch ein Tempel. Also ist Christus und die Gemeinde der dritte Tempel, wenn man das zählt. Ja, sagen viele, das ist ja kein richtiger Tempel. Doch, sage ich, der dritte Tempel ist noch viel richtiger als die ersten zwei und der im Hesekiel-Tempel auch und der, den die Juden bauen. Das heißt, der dritte Tempel nach biblischer Zählweise, nicht nach rabbinischer Zählweise, der dritte Tempel nach biblischer Zählweise ist die Gemeinde Jesu, wovon Christus der Eckstein ist. Wir sind der dritte Tempel. Wie können wir denn hergehen und sagen, die Juden wollen einen dritten Tempel bauen? Die sind zu spät.
Weil die glauben, es gab nur zwei. Die haben einen Tempel verpasst. Ja? Das ist ein lebendiger Tempel. Im Geist und in Wahrheit. Also das ist das, was die Schrift sagt, wo wir vielleicht so ein bisschen zurück müssen hin und wo wir sagen müssen, wir dürfen das Gesetz nicht auseinanderreißen. Entweder gehört das Gesetz komplett zusammen mit allen Geboten, auch die Opfergebote, Kleidervorschriften, Speisevorschriften, Vorschriften über Knechte und über Sklaven und über, wenn ihr einen stößigen Ochsen habt, ja, dass ihr, wie viel Geld ihr bezahlen müsst, das ganze soziale Gesetz, kultische Gesetz, ethische Gesetz, alles das gehört in einem Block zusammen. Man darf da nichts rauslösen. Und dieser ganze Block dieses mosaischen alttestamentlichen Gesetzes ist für uns beendet worden, wenn wir in Christus sind. Und wir haben ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes. Ja? Das haben wir gestern uns auch schon mal angeschaut. Gilt das Gesetz noch für uns? Haben wir eigentlich gesagt, nein, ja. Aber vielleicht muss man das auch ein bisschen genauer sagen. Wir haben da gestern auch kurz schon drüber gesprochen. Das Gesetz gilt für unseren alten Menschen auch noch. Denn der alte Mensch stirbt. Warum stirbt er denn? Naja, der stirbt, weil er das Gesetz übertreten hat. Hätte unser alter Mensch das Gesetz gehalten, würden wir ewig leben. Beispiel Christus. Christus hat mit seinem Leib das Gesetz gehalten und ewiges Leben für sich erworben und ist trotzdem gestorben. Erinnert ihr euch noch? Ja? Okay, also das Gesetz gilt für die ganze Welt, kommen wir gleich noch zu. Für uns gilt das Gesetz auch für unseren alten Menschen noch und der stirbt nach diesem Gesetz. Der stirbt nicht am Krebs, der stirbt nicht an Altersschwäche, der stirbt, weil er Gottes Gesetz übertreten hat. Und wird wieder zur Erde, von wo er genommen ist. Aber der neue Mensch, der ja nach Gott geschaffen ist, der in Christus ist, für den Christus das Gesetz erfüllt hat, der lebt ewig und ist nicht unter Gesetz. Warum? Weil das Gesetz an ihm nichts findet. Ja? Weil dieser Mensch ja nach Gott geschaffen ist und heilig ist und gerecht ist. Das hat Gott uns geschenkt in Christus, diese neue Natur. Und das Gesetz hat am neuen Menschen nichts auszusetzen. Und deswegen sind wir nicht nur unter Gesetz und auch nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Ja? So geschieht auch Vergebung. Nicht nur Sünde für Sünde, sondern die ganze alte Natur ist mit Christus gestorben, Taufe, Untertauchen, und mit Christus auferstanden, dass wir in Neuheit des Wesens wandeln sollen. In welchem Wesen? In Christi-Wesen. Nicht im Wesen des Mose vom Gesetz, vom Sinai, sondern im Wesen Christi. Das ist der Geschmack, den Paulus im Kolosserbrief hat. Und wenn man da mal die Spur aufgenommen hat, dann merkt man plötzlich, wie das ganze Neue Testament gar kein Gesetz ist, ja? sondern Evangelium, ja? Frohe Botschaft von Christus, ein neues Wesen. Okay, gilt das Gesetz noch für die Welt? Haben wir gestern auch schon mal gemacht. Ja, ja gilt. Steht sogar in der Bibel, es gilt für Israel und es gilt auch für den Beisassen, ja? Für den, der bei Israel ist. Und Paulus geht noch weiter und sagt, das Gesetz ist gegeben, dass aller Welt Mund verstopft würde und alle Welt Gott schuldig sei. Dafür ist das Gesetz. Also verurteilt das Gesetz nicht nur Israel, sondern die ganze Welt. Alle. Ja? Und alle werden nach dem Gesetz geurteilt. Ja? Gilt das Gesetz noch für den alten Menschen in uns? Ja. Für den neuen? Nein. Ja? Warum nicht? Weil der neue Mensch dem Gesetz enthoben ist. Weil der neue Mensch aus Christus ist, in Christus ist, weil er aus Gott geschaffen ist, ja? Und Gott unterliegt dem Gesetz erstens nicht und zweitens mal ist Gott heilig, 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 ist Gott der Herr. Ja? Das Gesetz findet nichts an ihm. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut und kommt von dem heiligen Gott, ja? Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat es gegeben, er hat gesagt, seht ihr schafft es nicht, aber ich werde es erfüllen für euch. Das ist alles, was wir lernen sollen, ja? Und der neue Mensch ist nicht unter dem Gesetz, weil er aus Christus ist, weil er nach Gottes Bild geschaffen ist und weil unser Herr Jesus Christus schon die Strafe getragen hat. Deswegen ist der neue Mensch frei. Das würde ja bedeuten, wir haben ewiges Leben. Ja. Das würde ja bedeuten, wir haben Hoffnung. Ja. Trotz so einer irrsinnigen Welt. Das heißt, wir warten hierauf. Ja. Und gehen mutig unseren Weg, Tag für Tag. Mutig. Einfach gehen. Ja. Day by day. Das ist der Weg, den geht, sagt Gott. Ja? Vielleicht sind so Zeiten wie jetzt auch dazu da, Mut zu lernen ein bisschen, ja? Ein bisschen dickköpfig zu sein. Ich habe Geschäftskollegen, die sind sehr unverfroren zum Teil. Und ich habe zu Anja gesagt, ich wäre gerne mal so unverfroren, wäre ich gerne mal für Jesus. So ein bisschen dreist für Jesus, ja? Darf man schon mal sein.
Wie funktioniert Erlösung? Haben wir gestern auch gemacht. Christus ist gestorben, hat trotzdem, obwohl er nicht gesündigt hat. Ja? Christus ist gestorben, hat er während seines Lebens gesündigt? Nein. Ist er auferstanden? Ja. Wenn er gesündigt hätte, hätte der Vater ihn dann auferwecken können? Nein. Das heißt, die Auferweckung Jesu, es gibt die Auferstehung und die Auferweckung. Die Auferstehung tut er aus seiner göttlichen Kraft aus sich selbst. Die Auferweckung ist das, wenn der Vater den Sohn aus den Toten heraufholt und über aller Himmel Himmel holt. Ja? Wenn er gesündigt hätte, hätte der Vater ihn auferwecken können? Nein, dann wäre er im Tod geblieben. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, heißt, er war sündlos. Sonst hätte er nicht auferstehen können. Die Tatsache, dass er auferweckt wurde und sündlos war, heißt, dass Gott dieses Opfer anerkennt. Wenn Gott das Opfer Christi aber anerkennt, dann seid ihr alle frei. Ja. Von den Sünden, die ihr getan habt und die ihr tut und die ihr noch tun werdet. Und das sage ich nur für die, die unter ihrer Sünde leiden. Die, die nicht unter ihrer Sünde leiden, sollen weiter das Gesetz und sollen sich weiter anstrengen, bis sie an den Jabbok kommen und zerbrechen vor Gott. Aber die, die unter ihrer Sünde leiden und sagen, ich komme nicht vorwärts im Glauben, was ist bloß los mit mir? Und bei allen anderen klappt es und bei mir klappt es gar nicht. Denen sage ich nur, Christus ist für alle Sünden gestorben. Paulus sagt im Römerbrief, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Schreibt er wörtlich. Weil die ganze Erlösung, die Christus in uns getan hat, ist so robust, so stark, so grundsätzlich, so unwiderruflich, selbst dass die Sünde eines verzagten Gotteskindes das nicht mehr ungeschehen machen kann. So stabil ist Golgatha. Da stellt euch drauf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Denn sonst wäre ja Christus umsonst gestorben, wenn wir durch unsere Sünden immer noch, dann wären wir ja immer noch im Alten Testament, ja? Es ist etwas Neues angefangen und aus dieser neuen Wahrheit leben wir. Und das ist ein großer Trost für die Seele. Und damit kann man jeden Tag und jeden Morgen neu anfangen und sagen, Herr, jetzt verstehe ich auch, wer ich bin. Ich bin enttäuscht von mir. Aber du bist nicht enttäuscht von mir, weil du dich gar nicht erst täuschst über mich. Du weißt ja, wer ich bin. Und meine Mutter zitiert immer gerne einen Prediger, der sagt, dass Gott alle Dinge weiß, ist für die Welt ein großes Ärgernis und für die Christen ein großer Trost. Ja? Das ist der Dualismus, so, den haben die Reformatoren immer gehabt, ja? Dass man das so gegeneinander spiegelt. Das ist ganz interessant. Gott weiß alle Dinge von uns. Eigentlich, wir wussten nicht alle Dinge von uns. Wir haben uns über uns getäuscht. Wir täuschen uns immer noch über uns. Ja? Und das macht uns unsere Probleme. Okay, also Christus ist auferweckt worden. Wenn er gesündigt hätte, hätte er den Vater nicht auferwecken können. Warum nicht? Weil dann der Tod die Bezahlung für seine Sünde gewesen wäre. Dann hätte Jesus gesündigt und hätte er den Tod erleiden müssen. Ja? Der Tod ist der Sünde Sold. Wenn er aber dennoch auferstanden ist, dann war er ohne Sünde. Wenn Gott der Vater ihn auferweckt hat, dann hat der Vater damit bestätigt, dass Christus ohne Sünde war. Und dass der Vater das Opfer seines Sohnes als sündloses Opfer anerkannt hat. Denn sonst hätte er ihn nicht auferweckt. Dann ist ein sündloses Opfer für uns gebracht worden, für die Sünden der Welt. Dann ist alles gut. Deshalb ist die Auferstehung so wichtig. Deswegen sagt Paulus, wir gehen dann etliche von euch her und sagen, die Auferstehung sei nichts. Ja? Wenn Christus nicht auferstanden ist, der doch auferstanden ist, ja, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann werden wir als falsche Prediger erfunden, die wir predigen, dass Christus auferstanden wäre, den Gott doch nicht auferweckt hat. Dann wäre ihr noch in euren Sünden, dann wäre die ganze Welt verloren. Bitte? Genau, wären wir schlimmer da als alle anderen. Warum? Weil wir nicht die irdischen Genüsse haben und die himmlischen schon gar nicht. Das sagt, weil Christus aber auferstanden ist, deswegen ist das alles wahr. Und deswegen ist die leibliche Auferstehung so zentral wichtig. Sonst wäre Jesus gestorben wie jeder andere Mensch auch. Ist er aber nicht. Ja? Christus ist auferstanden, Osterbotschaft. Ja? Er ist wahrhaftig auferstanden. Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Ja, wenn Christus ohne Sünde war, hätte er nicht sterben brauchen. Wenn er aber dennoch gestorben ist und die Strafe für die Sünde erlitten hat, er hat die Strafe erlitten für etwas, was er nicht getan hat, dann hat er mehr geleistet, als für seine eigene Auferstehung nötig war. Denn für seine eigene Auferstehung hätte es ja genügt, sündlos zu leben. Dann hätte er mit seinem Leib leiblich aufwachen können in den Himmel. Dann hätte er mit seinem Leib verklärt werden vor Gott. Wo ist das passiert? Auf dem Berg der Verklärung. Sein Leib war heilig. Unser Leib ist leider nicht mehr heilig. Aber seiner war heilig, weil er ein sündloses Opfer war. Das heißt, er hätte jederzeit mit seinem Leib leiblich in den Himmel auffahren können. Das ist ein Gedanke, der uns ein bisschen fremd ist.
Und jetzt geht er aber her und er leidet trotzdem den Tod, ja? Die Strafe für die Sünde. Und das heißt, er hat also mehr geleistet, als für seine Auferstehung nötig war. Für wen? Für uns. Und da ist Platz für uns. Da ist Platz für uns. In Christus. Unsere Heilsgewissheit liegt nicht in einem Gefühl. Unsere Heilsgewissheit liegt in seiner Person, in seinem Tun, in Golgatha, das niemand mehr geschehen machen kann. Ja? Das ist Fakt. Ich habe meiner Tochter gesagt, Glaube ist kein Gefühl, sondern Glaube ist das Überzeugtsein von Tatsachen. Das ist erstmal ohne Gefühl. Ja? Das Gefühl schließt die Bibel nicht aus. Ja? Wir freuen uns über den Herrn mit Leib und Seele. Ja? Und wir sind auch manchmal verzagt und wir sind zerknirscht über unsere Sünden. Das ist beides Emotion. Aber auf Emotion können wir unseren Glauben nicht aufbauen. Wir müssen den Glauben und sollen den immer wieder aufs Wort Gottes aufbauen, weil uns das Wort Gottes Dinge mitteilt, die uns als Menschen nicht zu eigen sind, die unglaublich sind und die herrlich sind, weil Gott in Christus wahrgemacht hat. Das hat Europa bewegt und die ganze Welt. Das Evangelium, ja. Okay, so funktioniert, wenn man das so sagen soll, ich bin so ein Techniker, ja, so funktioniert Erlösung, ja, in Christus, eine Perspektive. Was soll jetzt aber das Gesetz? Was denn los mit dem Gesetz? Soll man das jetzt ganz verschweigen? Wir sind ja jetzt alle nur noch in Christus, ja, und das ist ja alles vergangen und vorbei, dann kommt man in so eine gnostische Richtung irgendwie, ja. Was ist denn jetzt mit dem Gesetz? Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass das Gesetz für die ganze Welt gilt. Jetzt ist die Frage, soll das Gesetz denn noch gepredigt werden? Die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst Gottes Namen nicht lästern. Ja? Ehre Vater und Mutter. Soll man das noch predigen oder soll man das nicht mehr predigen? Das muss gepredigt werden. Ja? Das muss gepredigt werden. Warum? Weil durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Die Leute sollen wissen, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Warum? Weil sie es in der Kirche und in den Gemeinden gehört haben. Und selbst wenn sie sich drüber ärgern und aufstehen und gehen, sie haben es gehört. Und es bleibt in ihrem Herzen. Warum? Weil Gottes Wort nicht ohne Frucht wieder zurückkommt. Das hängt in ihren Herzen. Also ich kannte mal einen amerikanischen Prediger, der ist nach Salzburg gekommen, Fred Colvin, vielleicht sagt dem jemand von euch das was, ein amerikanischer Prediger, und der sagt, er ist aus der Schule nach Hause gekommen und war ganz, ganz verzagt und ganz traurig, weil er hat in der Schule mit jemand gesprochen oder in der Uni über den Glauben, und dann hat er ihm Bibelverse genannt. Und dann hat dieser Mitstudent, der hat gesagt, du kannst mir so viele Bibelverse nennen, wie du willst. Für mich ist die Bibel keine Instanz. Die Bibel ist für mich nicht Gottes Wort. Es ist mir egal, was in der Bibel steht. Und dann sagt der Fred, er ist dann nach Hause gekommen und bei ihnen waren oft Pastoren auch zum Mittagessen eingeladen und hat davon erzählt. Und dann sagt er, wisst ihr, jetzt bin ich ja ohne Waffe. Die Bibel ist doch ein Schwert. Und jetzt, aber der sagt, den interessiert, jetzt ist die Bibel ist dem vollkommen egal. Jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Dann hat der Pastor zu ihm gesagt, die Bibel ist ein zweischneidiges Schwert. Und wenn du ihm den Bibelvers sagst, da liegt Verheißung drauf, dann steht er mit dem Bibelvers morgens auf und er geht abends mit dem ins Bett. Das lässt den nicht mehr los. Gott hat gesagt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Ja? Das ist eine Waffe. Und wenn du dem die Bibelverse gesagt hast, der kann 10-mal sagen, die Bibel ist für mich nicht interessant. Wenn der nach Hause fährt und sitzt in der Straßenbahn, dann geht es im Kopf, klack, 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 klack. Was hat er gesagt? Das Wort hat Verheißung. Lasst euch nicht täuschen über das, was die Welt euch sagt. Die selber ja getäuscht ist. Ja? Das ist ein Wort, das Wort Gottes ist ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Und scheidet Fleisch und Bein, ja? Ist ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens, ja? Und das fand ich eine schöne Sache, weil dieses Wort Gottes Verheißung hat. Und der Fred ist ganz wohlgemut wieder losgegangen, ja, am nächsten Tag und hat gesagt, hau, dem sage ich noch einen Bibelvers, ja? Ja? Bisschen dreist für Jesus. Okay, also das Gesetz muss gepredigt werden, damit die Welt, wenn sie gerade dabei ist zu sündigen, sich erinnert an das, was Gott will und nicht will, und dass sie ein schlechtes Gewissen bekommen. Jedes Mal, wenn sie sündigen, denken sie an dieses Wort, was sie gehört haben. Und wenn es nur ganz einfach heißt, du sollst nicht Ehe brechen, das nehmen die Leute mit. Und jedes Mal denken sie dran, wenn sie es tun, das ist eigentlich, ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Und wenn Gott Gnade gibt, wird ihr Gewissen so beschwert darunter, dass sie Gnade suchen und zu Christus finden. Und so ist das Gesetz Zuchtmeister gewesen auf Christus. Ja? Das Gesetz muss also gepredigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Hilfe, keine Rechtfertigung.
Ja? Trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden, damit die Menschen wissen, was Sünde ist und was Gott will von uns und was Gott nicht von uns will. Wenn sie dann aber Christus gefunden haben, dann geht für sie eine neue Tür auf. Dann sind sie oft, wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist, wenn er durch diese Nacht durchgegangen ist, seiner Bekehrungssituation, das ist ja oft eine Nacht, denkt mal an Abraham, was war mit dem passiert, als Gott den Bundesschluss mit ihm geschlossen hat? Da ist Gott ja alleine durch diese Gasse gegangen, ja? Und der Abraham ist in einen Schlaf gefallen und der war finster und der Angst kam über ihn und Dunkelheit. Das ist die Finsternis, Angst und Dunkelheit, die einen Menschen überkommt, wenn er vor Gott steht, wenn er sich bekehrt, durch diese Dunkelheit hindurch. Nur mal so, ja? Vielleicht hat der eine das erlebt, vielleicht der andere auch nicht. Aber ich glaube, dass das so ein Hinweis ist bei dem Abraham. Warum fällt er in Schlaf? Und warum kommt Nacht über ihn? Warum kommt Schrecken über ihn? Was ist das? Ja? Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er wirklich zerbricht. Und dann irgendwann geht ihm die Sonne auf. Und dann ist er heilfroh, sagt der Deutsche, oder? Das ist ja im deutschen Sprachgebrauch. Heilfroh, gottfroh, sagt der Schwab. Ja? Ich bin gottfroh. Das kommt daher, dass jemand zum Glauben gekommen ist in Jesus Christus. Und dann kommt irgendwann der Glaubensalltag. Und dann fängt man an, die Bibel zu lesen. Und dann liest man auch von den Geboten. So ist es mir gegangen. Dann lese ich von den Geboten. Und dann weiß ich die Gebote. Dann gehe ich studieren. Komme ich abends nach Hause und denke, ach du lieber Herr Rhein, hast du wieder unüberlegt gesprochen, hast du wieder Blödsinn gemacht. Ja? So. Also habe ich mich abends hingekniet und habe gebetet. Tagsüber habe ich mir manchmal aufgeschrieben, was ich falsch gemacht habe. Auch Dinge, die aus meinem alten Leben, die ich noch wusste, wo ich sagte, die muss ich noch klären mit Gott. Aber ich kann ja in der Uni jetzt nicht einfach irgendwo in der Vorlesung anfangen zu beten. Ja? Also habe ich mir einen Zettel genommen und das aufgeschrieben. Und abends habe ich mich hingekniet an meinem Bett und habe das alles abgebetet, weil ich gesagt habe, ich muss hier mal rein Schiff machen. Das ist wichtig für mich. Hättest du mal eher Römer 7 lesen. Bitte? Hättest du mal eher Römer 7 lesen. Ja, das hat gedauert. Und ich glaube, dass das auch nicht so falsch war, weil man eigentlich zum zweiten Mal durch den Jabok geht. Ja? Und bis einem Licht aufgeht, die Sonne aufgeht, gehört so eine Zerknirschtheit über die eigene Sünde, gehört dazu. Das ist die enge Pforte, durch die wir gehen. Denn der Mensch will nicht zerknirscht sein. Und vor allem nicht über sich selber. Ja, Schuld sind immer die anderen. Ja? Und diese private Situation, wo wir privat vor Gott stehen und wo ich sage, ich bin der Mann, ich habe das getan. Das ist die enge Pforte, durch die wir gehen. Und da fängt Neues an. Und wenn Gott dann Gnade schenkt und man das Evangelium findet, da will man da gar nicht mehr lassen von. Ja? Und das ist ja Erfrischung für uns. Ja? Deswegen wollen wir nicht in allen Sünden schwelgen. Aber das hilft uns ja auf in unserem Glaubensleben. Ja? Und die Freude am Herrn, die ist ja Stärke für uns. Okay, also in der Situation, in der wir jetzt sind und wo wir sehen, wie Fleisch und Geist miteinander umgehen und was uns auch oftmals auch Mühe machen mag, es gibt auch leichte Tage im Glauben. Ja, ich kenne so Gemeinden, da wird immer so, ist alles so schwer und ich muss immer den untersten Weg gehen. Das ist für mich auch Frömmelei oft. Wo es ganz besonders fromm zugeht, da ist meistens viel Fleisch im Spiel. Und über die Zeit werdet ihr sehen, auch Sünde. Aber unter der Oberfläche. Und das wird verdeckt mit viel Frömmelei. Die sind frömmer als alle anderen. Ja? Wir hatten einen Pastor, der war sehr, sehr streng. Der wollte auch jemand ausschließen aus der Gemeinde. Und nachher kam raus, dass er mit den ganzen Schwestern da in der Seelsorge da sehr engen körperlichen Verkehr hatte. War alles sehr fromm. Also wo es so sehr fromm zugeht, da müsst ihr vorsichtig sein. Und glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Ja? Glaubt nicht alles. Steht in der Bibel, oder? Das sag nicht ich. Ja, Paulus sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Glaubt nicht einem jeden Geist. Glaubt doch bitte nicht alles, was man euch erzählt. Prüft es am Wort Gottes. Seid vorsichtig. Öffnet euch nicht jedem. Lasst euch nicht von jedem die Hände auflegen. Verschließt euch, wie eine treue Frau, eine treue Braut sich ihrem Bräutigam verschließt. Verschließt euch für geistige Einflüsse. Haltet euch da raus, haltet euch da rein. Ja? Und glaubt beileibe nicht alles. Wenn ihr aber etwas als wahr erkannt habt, dann geht den Weg und den geht robust. Ja? So sollen wir eigentlich da unser Leben leben. Okay, also, wir seufzen in uns, wissen aber, dass sich unseres Leibes Erlösung naht. Ja? Das wird kommen. Wir leben dem Herrn und den Menschen zu gefallen, weil wir gerecht gemacht sind durch den Glauben, nicht umgekehrt. Wir sind schon gerecht gemacht und deswegen leben wir dem Herrn und den Menschen zu gefallen. Ja? Wir erfüllen nicht das Gesetz, um in den Himmel zu kommen, sondern wir gehören schon in den Himmel und deshalb halten wir sein Wort. Aber dem Wesen nach, nicht dem Buchstaben nach. Sabbat, ja?
Darf das Gesetz noch gepredigt werden? Ja, natürlich. Das muss sogar gepredigt werden, damit die Leute im Gottesdienst Gottes Wort und Willen kennenlernen. Ja? Und selbst wenn sie sich ärgern, spielt gar keine Rolle. Wenn die ärgerlich rausgehen, ist das ein gutes Zeichen. Ja? Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn die sagen, ja, das ist so euer Weg, hat man mir auch gesagt. Wenn das dein Weg ist, dann ist das gut, aber ich habe einen anderen Weg. Die Leute sind tot. Ja? Weil das rührt sie nicht mal mehr an. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Leute, die sich über Gottes Wort ärgern, in denen ist noch was sich wehrt, da hat das Wort getroffen. Die sind weit wund geschossen, es tut ihnen weh, dann laufen sie weg und ärgern sich. Aber im Gebüsch lecken sie ihre Wunden. Euch sagen sie aber, ihr seid böse, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Und dann kommen sie manchmal und sagen, das, was du vor ein paar Jahren zu mir gesagt hast, das hat mich nicht losgelassen. Kennt ihr vielleicht auch, ja? Ja? Das ist die Wahrheit. Lassen wir uns also nicht täuschen, ja? Ja, das Gesetz muss sogar gepredigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, ja? Aber noch keine Rechtfertigung. Und deswegen leben wir selber auch in so einer Spannung zwischen dem Jetzt und dem, was kommen soll in uns, was Christus in uns offenbar machen wird. Das ist aber ein Zeichen dafür, dass wir Angekommene sind. Und das ist auch ein wichtiger Vers für mich, ja? Also was Gott in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Ich habe immer wieder mal gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, du hast das angefangen bei mir, nicht ich. Ja, das ist deine Verantwortung. Ja, was du von mir willst, will ich gerne tun, aber schau mich an, ich alter Madensack. Ja? Ja? Aber du hast angefangen, du musst es auch zu Ende bringen. Danke, Herr Jesus, Amen. Und dann gehen, nicht verzagt sein. Es gibt Zeiten, wo man verzagt ist und die soll man auch haben. Ja? Aber es gibt auch eine Verzagtheit, die gehört uns nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr zu tragen. Also was Gott in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Also ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung mit einem neuen Gesetz, mit einem neuen Wandel, mit einem neuen Menschen, mit einer neuen Hoffnung, berufen für einen neuen Himmel, zu dem Gott, den aller Himmel nicht fassen können. Etwas Neues. Das Alte ist vergangen, juristisch vorbei. Ja? Siehe, es ist alles neu geworden in Christus. Die neue Schöpfung in Christus beginnt. Und wir dürfen Erstlinge seiner Schöpfung sein. Und dann kommt noch Israel dazu, dann kommen die Nationen dazu und dann kommt, ich weiß nicht, was alles dazu. Christus wird alles versammeln unter sich und unter sein Haupt. Ich bin kein Alphasöhner, ich spreche das mal ganz offen an. Aber was Gott tun wird in Christus, das ist mega und das reicht nicht mal mega. Das kann man groß drucken und Fettbuchstaben, das ist giga, das ist gigantisch groß. Ja? Das ist nicht verschämt klein irgendwo in der Ecke, das ist groß. Und das wird kommen. Und das reißt die ganze Welt damit hinein. Ja? Und wir sind Erstlinge von dem und sollen in einer vergehenden Welt von dem Zeugnis geben, zu dem wir berufen sind und was kommen wird. Ja? Aber was Christus tut, das was Großes. Ja? Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt oder den Dienst, die Aufgabe gegeben, dass die Versöhnung predigt. Das war die Aufgabe von Paulus. Niemand von den Aposteln hat das so formulieren können wie Paulus. Kein Johannes, kein Judas, kein Petrus. Ihr findet das dort nicht. Ihr findet das angedeutet. Ja? Petrus schreibt auch von der Wiedergeburt, zweimal sogar. Ja? Fünfmal gibt es im Neuen Testament, zweimal schreibt Petrus davon. Aber diese Ausformulierung, dieser Diskrepanz und dieser Wahrheit des alten Menschen, des neuen Menschen, die Not, die das macht, Römer 7, der Schritt zu Römer 8, das hat der Paulus ausformuliert. Und deswegen vermute ich, dass der Herr Jesus den Paulus auch deswegen erwählt hat. Ja, das war ihm ein spezielles, auserwähltes Rüstzeug. Und den alten Harzknauben, Krippe besser, sagt man bei uns im Westerwald. Der Paulus war ja, da war er taff drauf. Ja? Also der hat ja kaum erwarten können, nach Damaskus zu kommen und die Gemeinde dort zu verfolgen. Ja? Und diese Bockelhartigkeit, die der hatte, die hat er in Ephesus gebraucht. Die hat er in Rom gebraucht, die hat er in Korinth gebraucht, die hat er in Smyrna gebraucht und da oben, wo er da in der Türkei überall rumgegangen ist. Und dieser Mann hat eine solche Liebe entwickelt zu Jesus und schwärmt so von Christus. Also das ist unglaublich, oder? Ja, das ist unglaublich. Okay, das war Stellung und Wandel. Wenn wir noch ein paar Minütchen Zeit haben, können wir noch vielleicht in die Folgefolie reingucken. Ich habe euch ja schon gewarnt, dass ich das noch nicht als Vortrag gemacht habe und vielleicht auch zeitlich falsch aufgeteilt. Vielleicht machen wir hier noch so kurz ein paar Gedanken.
sind aber nicht so viele Folien. Frucht statt Werke. Warum bringen wir Frucht? Weil wir lebendig sind. Warum tun wir nicht mehr das Gesetz, sondern bringen Gott Frucht? Weil Gott uns zum Leben erweckt hat, weil wir wiedergeboren sind, ein neues Leben haben. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Christus ist gestorben und er ist dem Gesetz gestorben. Und wir sind mit Christus mitgestorben und sind dem Gesetz, also welchem Gesetz? Dem Gesetz Mose. Wir sind dem abgestorben. Warum? Weil wir mit Christus gestorben sind, dass wir eines anderen sind. Wir sind nicht mehr dem Gesetz, sondern wir gehören jetzt Christus. Wir gehören dem, der von den Toten auferweckt ist. Warum? Damit wir Gott Frucht bringen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Wenn ihr nach dem Sinn eures Lebens sucht, dann ist das der Sinn. Und Frucht bringen könnt ihr im Geschäft und als Mutter und in der Uni und in der Schule und überall da, wo Gott euch hingestellt hat, kann man Frucht bringen. Mehr will Gott ja gar nicht von uns. Ja? Die Frucht, sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Enthaltsamkeit. Ja? Fällt euch da was auf? Grammatisch? Fällt euch da grammatisch was auf? Müsste da nicht stehen, die Früchte des Geistes? Ja, okay. Ja. Müsste da nicht stehen, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit? Bitte? Das gehört wohl zusammen. Ja? Der Paulus sagt, die Frucht des Geistes, hier ist er, die Frucht des Geistes, ja, die ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, ist aber eine Frucht, ist eins. Also man könnte jetzt nicht sagen, okay, also die ersten fünf habe ich schon, bei den letzten zwei arbeite ich noch dran. Ja? Sondern er beschreibt ein Wesen des Geistes mit diesen neun verschiedenen Eigenschaften. Die Frucht des Geistes ist, und da, ist genau, Liebe, zählt dann auf. Kennt ihr einen freundlichen Menschen? Ich frage nur so rhetorisch, ja? Klingt ein freundlicher Mensch wäre jemand, der ist wie Christus. Und kennt ihr jemanden, ich kenne viele, die ungeduldig sind. Hier sitzt einer, ja. Ein geduldiger, freundlicher Mensch, was wäre das für ein angenehmer Zeitgenosse, oder? Ein geduldiger, nur, das sind nur zwei Eigenschaften. Ja, man rattert das herunter und weiß davon, aber das mal, schmeckt das mal. Kennt ihr vielleicht eure Eltern, eure Mutter oder die Oma oder ein geduldiger, liebevoller, freundlicher Mensch, zugewandt, ja? Das sind ja nur so nur Ausschnitte davon. Davon schreibt er, das ist Frucht. Ja, er hätte den Galatern ja auch schreiben können, also ihr müsst auf jeden Fall schon mal 9 von den 10 Geboten halten, weil Sabbat gilt ja nicht mehr, der gilt ja in Christus. Merkt ihr, ihr habt gar keine 10 Gebote. Ja? Weil der Sabbat gilt ja in Christus. Paulus sagt, einer hält alle Tage gleich und der eine hält einen Tag vor dem anderen. Damit löst der Paulus ja das Sabbatgebot auf. Da haben die Juden sich geärgert drüber. Dann habe ich zu Anja, wir haben lange darüber diskutiert am Frühstückstisch, haben wir 10 Gebote oder nur noch 9? Wenn wir nur noch 9 haben, haben wir vielleicht nur noch 8? Und dann geht es wie mit den 10 kleinen Negerlein. Und welches Gesetz haben wir denn dann? Ja, wir haben Christus als Gesetz. Wenn wir Christus als Gesetz haben, das ist aber umfassend. Im Gesetz Christi steht nicht, gib den Zehnten. Im Gesetz Christi steht, gib deinen ganzen Leib als lebendiges, wohlgefälliges Opfer mit allem, was du hast. Versteht ihr das? Das ist viel umfassender. Das fordert uns als Person komplett. Nicht nur 10%. Ja, da fragt man ja sofort vom Versteuerten oder unversteuert. Ja, mit Mehrwertsteuer jetzt oder ohne oder was? Ja, dann nehme ich das mal vom Versteuerten und Mehrwertsteuer nehme ich auch noch mal runter. Ja? Aber wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Ja? Ja? Aber so Gedanken, also ich meine, ich lebe mit und ohne Mehrwertsteuer, das war natürlich eine Frage für mich. Mache ich das vom Versteuerten oder Unversteuerten? Habe ich mich ertappt bei? Da sage ich, du bist auch, das ist ja schon Gesetzesübertretung. Ja? Aber der Unterschied ist, im Gesetz steht halt, einer hat gesagt, wir sollen nicht nur den 10. geben, wir sollen, wenn ihr könnt, gebt auch den 20. oder den 30. Könnt ihr Bruchrechnung? Ja? Der nicht. Ja? Aber das ist das, also wir bringen Gott Frucht, die Frucht des Geistes ist das alles, ja? Enthaltsamkeit, Sanftmut, ja? Gütigkeit. Und auch hier im Philipperbrief sagt Paulus, zumal aber im Fleischleben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Ja? Also Paulus spricht immer davon, dass er Frucht schaffen will in der Gemeinde
Und ich habe euch ja erzählt von unserem Himbeerstrauchengarten. Der bringt halt Himbeeren, weil das ist seine Art. Ja, der bringt keine Erdbeeren, aber Himbeeren bringt er. Ist auch nicht schlimm, der andere bringt ein anderer halt Erdbeeren. Aber er kann gar nicht anders. Ja? Kennt ihr das? Das wird mir oft vorgeworfen im Internet, wenn ich da über Gesetz und Gnade spreche. Ja? Dann schreiben viele in die Kommentare, was ist denn das für ein Hängematten-Christentum? Ihr wollt das Gesetz nicht mehr halten? Ihr wollt das Gesetz, ihr löst das Gesetz auf oder wie? Dann meint ihr habt gar kein Gesetz mehr oder was ist denn los? Das geht ja wohl gar nicht. Und vor allem sagen das die Leute, die den Sabbat halten und die Speisegebote halten und den Zehnten und so weiter, die so aus der adventistischen, neuapostolischen Ecke irgendwie kommen, da ist das oft der Fall. Ja? Die sagen aber, den Sabbat muss man aber noch halten. Dann sage ich immer, ja, wie macht man das denn, den Sabbat halten? Was darf man denn da am Sabbat? Da soll man ja nicht arbeiten. Eine Hausfrau, die jetzt am Sabbat kocht, muss sie dann vorkochen am Tag vorher? Darf ich überhaupt grillen? Darf ich Freunde einladen zum Essen? Darf ich mit dem Auto zu Freunden fahren? Am Sabbat darf man kein Feuer machen. Auch nicht in Zylindern. Dann darf ich also am Sabbat nicht mit dem Auto fahren. Da muss ich mal aufschreiben, das ist so viel. Ich schreibe mir mal die Gebote, was man darf. Darf man Computer einschalten am Sabbat? Da müssen wir diskutieren, machen wir einen Konvent. Wir machen einen PC-Konvent, 3 Wochen werden wir diskutieren, darf man am Sabbat den Computer einschalten oder nicht. Ja? Ein IT-Fachler darf das nicht, aber eine Hausfrau, die darf das dann am Sabbat. Da machen wir so ein Untergebot und dann wird das auch schon ein bisschen länger, die Liste. Irgendwann muss man die dann binden in ein Buch. Und wenn man das richtig betreibt und richtig professionell, dann kriegt man Talmud. Der erläutert euch dann das Gesetz. Und wisst ihr, was ihr dann seid? Was wir dann wären? Dann wären wir Pharisäer und dann wären wir Juden und irdisch gesinnt. Paulus spricht darauf an und sagt, wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis, das blendet mal aus, das ist ein anderes Thema, nur damit man den Satz zusammenhang hat, warum sollte ich dennoch als ein Sünder gerichtet werden und nicht vielmehr so tun, wie wir gelästert werden, ja? Und wir etliche sprechen, dass wir angeblich sagen, lasst uns Übles tun, nämlich das Gesetz nicht mehr halten, damit Gutes daraus komme. Deren Verdammnis ist ganz recht. Was sagt der Paulus da? Der Paulus sagt, uns wird vorgeworfen, dass wir sagen, lasst uns nicht mehr uns beschneiden und lasst uns nicht mehr das Gesetz tun, lasst uns Übles tun, weil das will ja Christus von uns. Das wird uns vorgeworfen. Noch deutlicher, lasst uns in allen Sünden leben, weil das Gesetz nicht mehr für uns gilt. So wurde der Paulus in der Zeit, als er lebte, und die Apostel von den Juden und auch von gesetzlichen Christen verleumdet, weil die gesagt haben, Paulus lehrt uns, das Gesetz aufzulösen. Als Paulus nach Jerusalem kommt, sagen die Juden, du redest wider das Gesetz und wider diese Städte. Diese beiden Sachen haben sie ihm vorgeworfen. Dass er gegen das, du lehrst uns abfallen vom Gesetz des Mose. Das haben sie ihm vorgeworfen. Ja? Paulus hat, warum? Weil sie irdisch gesinnt waren. Paulus hat vom Gesetz Christi geschrieben. Er sagt, wir sind nicht ohne Gesetz. Ja? Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war das, was ihm damals vorgeworfen wurde und was uns als Evangelische heute auch vorgeworfen wird, von Gesetzlichen, die noch etwas tun wollen. Die Menschen wollen etwas tun, wenn sie religiös sind. Deswegen haben sie auch keine Fische auf dem Auto, habe ich schon gesagt, ja? Hinten aus Aufkleber, sondern die haben Thunfische. Müsst ihr gucken. Das sind Thunfische. Nee, ich finde das gut, wenn man Fische hat auf dem Auto hinten, ja? Ich habe bei mir noch keinen drauf, ich habe es aber nur vergessen. Also ich hätte jetzt auch keine Scooter. Ich fahre auch 50 in der Ortschaft. Viele sagen, ich mache mir keinen Fisch aufs Auto, weil ich fahre immer 60 oder 75 in der Ortschaft. Das heißt, das stimmt aber irgendwann auch nicht mit deinem Fisch da. Ja, ist auch ein Thunfisch. Ist nur ein Spaß, ja? Okay, also Paulus ist da schon verlästert worden als Anomist, ja, oder Antinomist, ich weiß ja genau, als Gesetzesauflöser, wenn man so sagen will, ja. Viele zitieren dann auch diese Verse, wenn sie hören davon, dass das Gesetz für uns nicht mehr gilt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir nicht mehr unter dem Fluch sind. Das sind ja paulinische Worte, sind ja Verse aus der Bibel. Und dann sagen die, ja gut, aber Jesus hat ja schon gesagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Das ist ein schweres Argument. Das hat ja Jesus gesagt. Und dann sagen sie, wir müssen das Gesetz halten. Das hat ja Jesus sogar gesagt. Nicht nur der, wer seine Gebote hat, sondern die auch hält, der ist es, der mich liebt. Und wenn du das Gesetz nicht hältst, hast du Jesus nicht lieb. Dann sage ich immer, ja, genau. Bitte? Der sagt aber meine Gebote. Genau. Ich sage, hast du ja auch gelesen, welche Gebote? Ja, die Gebote Christi, oder?
Warum sagt Mose, ihr müsst genau hören, warum sagt Jesus denn nicht, wer die Gebote des Mose hat und hält sie? Sagt er ja nicht. Ja, Moment, hat Jesus denn eigene Gebote? Ja, das Gesetz Christi. Das ist natürlich ein großes Argument, womit man sagt, wo man dann kommt und sagt, hier, wir müssen die Gebote halten. Ja, sage ich, aber Christi Gebote, nicht Mose Gebote. Die Grundsatzfrage, die wir im Kopf haben, behalten müssen, ist die Frage des Priestertums. Und die wird oft nicht angesprochen. Es wird auch kaum, also um das Gedanken fertig zu machen, das Priestertum Aarons und Levis ist vorbei. Und die Bibel sagt, wo das Priestertum Aarons und Levis vorbei ist, wo das Priestertum sich geändert hat, wird das Gesetz auch geändert. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir von neuem geboren werden, sind wir nicht mehr unter diesem Gesetz. Ich schätze das Gesetz trotzdem. Alles, was im Gesetz steht, ist gut. Ja? Ich sage nicht, das Gesetz ist schlecht. Warum nicht? Weil die Bibel das nicht sagt. Was sagt die Bibel denn über das Gesetz? Die Bibel sagt über das Gesetz ist heilig. Und gerecht und gut. Das Gesetz ist so, wie ich gerne wäre. Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ich aber bin unter die Sünde verkauft. Ja? Der moderne Christ, da hört er immer wieder, ja, das Gesetz ist schlecht und das Evangelium ist gut. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass das Gesetz ist gut, heilig und gerecht, aber wir sind Sünder. Ja? Und wir werden frei gemacht vom Gesetz, wenn wir in Christus sind. Wer ist frei? Der neue Mensch. Ja? Und wie gesagt, dieses Priestertum des Aaron und Levi, das existiert nicht mehr. Es gibt vor Gott kein Judentum mehr. Wir kennen das Judentum als Kultur mit Klezmermusik und Locken und schwarzen Hut und so, das kennen wir. Aber vor Gott existiert nicht mehr Judentum in irgendeiner Weise. Für Gott existiert nur noch ein Unterschied, in Christus oder nicht in Christus. Da ist nicht Sküte, Sklave, Freier, Grieche, Ungrieche. Ja? Das ist alles vorbei. Da ist nicht mehr Epheser und Galater und Jude und Germane. Und das ist alles. Es gibt in Christus, in Gott nur noch einen Unterschied. Bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Und wenn dieses Priestertum Aarons aufgelöst ist und wenn das Priestertum Jesu Christi begonnen hat, und Entschuldigung, wenn euer Priestertum begonnen hat, dann haben wir auch ein neues Gesetz. Und sollen nicht wieder zurückgehen, wie in der evangelikalen Welt oft, und uns immer mehr diesem jüdischen Denken aneignen. Ja? Seid geistlich gesinnt. Ja? Sinnt nach dem, was droben ist, wo Christus ist, wo er Heimat ist. Ja? Versteht das Gesetz geistlich. Versteht, dass der Sabbat nicht den Dienstag, Samstag oder Sonntag meint, sondern der Sabbat meint den Sabbat in Christus. Ja? Wir ehren Gott und heiligen Gott darin, indem wir an Jesus glauben, weil das Liebste ist, was er uns gegeben hat. Das ist, was Gott von uns will. Ja? Und wenn ihr das hört, Jesus ändert das, die Bergpredigt ja auch. Euch ist gesagt, ich aber sage euch. Ja? Okay, also das sind so Argumente, die man da so gegen hat. Das ist das, was der Peter sagte. Ja, die klassische Bibelstelle, Sabbat. Jesus, zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat. Und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und aßen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was sich nicht ziemt, am Sabbat zu tun. Was hätte man denn eigentlich hier sagen müssen als Pharisäer, wenn man am Feld dran steht? Super. Habt ihr Hunger? Wo habt ihr geschlafen heute Nacht? Wollt ihr mal duschen? Käse oder Wurst aufs Brötchen? Das ziemt sich aber nicht am Sabbat. Hört ihr das? Wisst ihr, was das für kalte Herzen waren? Eisgekühlte Bescheidwisser. Richtigkeiten haben die verbreitet. Das ist das, was wir nicht tun sollen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist das, was auf das Jesus getroffen ist. Das hat im Christentum auch Raum gegriffen, nicht nur bei den Juden. Ja, das ist bei ganz vielen Menschen. Ja. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat und die mit ihm waren, als sie hungerte, wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemte zu essen, noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Ist da eine Information für euch drin? Welche denn? Wenn man Hunger hat, muss man was zu essen geben. Genau, muss man was zu essen geben. Ja?
Ja? Dass Barmherzigkeit wichtiger ist als eine Regel. Absolut. Warum hat denn der Priester den David die Schaubrote gegeben? Weil er barmherzig war. Bitte? Weil er barmherzig war. Weil er hatte der denn nichts im Kühlschrank? Der Priester damals. Nee, der hatte nichts mehr. Er hatte nur das eine Brot. Bitte? Da war nur das eine Brot von diesem. Das war das Einzige, das Einzige, was er noch hatte. Warum hatte der denn nichts mehr? Weil der Saul ein gottloser König war. Und die Priesterschaft, weil der Saul ein gottloser König war. Und weil die Priesterschaft hungerte, weil das Volk so gottlos war wie der König. Der hat da selber gehungert. Der hatte nichts mehr. Der hat dem David ja nicht einfach so, na komm, wir gehen mal die Oblate, wir gehen in die Sakristei, da sind noch ein paar Oblaten, die könnt ihr essen. Das wäre ja eine Parallele für heute. Der Mann hatte nichts, der hat gehungert. Ja? Später ist er umgebracht worden, die ganze Priesterschaft. Wegen der Aktion hier hat der Doeg die ganze Priesterschaft getötet. Wegen der Sache hier. Und die Zeiten damals, als David da gewesen ist, dass er die Schaubrote da gegessen hat, lag ja nur daran, dass die Priester selber nichts mehr hatten. So schlimm waren die Zeiten. Ja? Fast muss man die Bibel manchmal wie ein Kommissar lesen. Ja? Da muss man mal gucken, was war denn damals? Wieso isst denn der Schaubrote? Das sind wir so gewohnt. Ja? Aber das war ja ungewöhnlich. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen, weil sie ja arbeiten? Und sind doch ohne Schuld. Ich sage aber euch, dass hier der ist, der auch größer ist denn der Tempel. Und größer als der Sabbat. Und größer als Gesetz. Und zu dem gehören wir. Ja? Wenn ihr aber wüsstet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Wer, ja? Seine Jünger. Der Herr rechtfertigt nicht mal sich, der rechtfertigt seine Jünger. Ja? Als die Frau ihn salbt mit dieser Salbe, Jahresgehalt wert, steht der Judas daneben und sagt, ja, also, das hätte man ja verkaufen können und hätte das Geld ja den Armen geben können. Ach, Herr Judas, sind Sie da Spezialisten im Geld vielleicht? Steht vielleicht über Sie, dass Sie ein Dieb sind? Und Sie sind jetzt frommer als Jesus, ja? Sie sind noch frommer als Jesus selber und sagen, das macht Jesus jetzt aber falsch. Weil das hätte man ja, das sind ja, ich meine, das waren 30.000 Euro, die Salbe. Das war ein Jahresgehalt. Ich schätze jetzt mal, also ich habe mal geguckt, das war ungefähr ein Jahresgehalt. Und wisst ihr, was dann gesagt wird? Was soll diese Vergeudung? Ey, das ist ja, oder? Ist das nicht frech? Ja, das hört sich fromm an. Super, es hört sich ganz fromm an. Karitativ hört sich das an. Und eigentlich war es Gotteslästerung. Ihr müsst gut zuhören, was ihr heute hört. Glaubt nicht alles, wägt die Worte ab. Ein kluger Mann, der Menschenkenntnis hat, sieht die Menschen, wie sie Worte wählen. Der liest zwischen den Worten, sieht, wie ein Mensch sich bewegt, welche Körpersprache der hat. Ja? Solche Menschen gibt es, das ist eine Gabe bei manchen Menschen. Schult euch am Wort Gottes. Hört den Klang, werdet damit zu Hause. Und hört nicht auf alle Stimmen, sondern hört auf die Stimme vom guten Hirten. Prüft die Dinge. Ja? Jesus hat nur die Frau verteidigt. Von ihr wird man reden in der ganzen Welt, wo dieses Evangelium gelesen wird, sagt er irgendwie so. Ja? Da wird man von ihr, er nimmt keine Rechtfertigung für sich, er hätte sagen können, Judas, du bist ein Gotteslästerer. Weißt du, wer überhaupt vor dir steht? Du sagst Vergeudung zu mir. Bin ich dir nicht mal ein Jahresgehalt wert? Das hätte Jesus, macht er nicht. Tut das nicht. Und dir tut er das auch nicht. Ja? Wenn ihr wüsstet, was Barmherzigkeit ist, hättet ihr meine Jünger nicht verdammt, sondern mal zum Essen eingeladen, mal Pizza in den Ofen geschoben. Ihr Geizkragen. Das tut man aber nicht am Sabbat. Ja? Das ist eine harte Geschichte. Okay. Des Menschensohn ist auch ein Herr über den Sabbat. Die einzige Stelle im Neuen Testament, die den Sabbat erwähnt, bis auf die Evangelien, die zähle ich manchmal so ein bisschen zum Alten Testament, ja? Weil es berichtet ja von der Zeit Jesu, als Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war. Und er war ja von einer Jungfrau geboren und unter das Gesetz getan. Jesus musste das Gesetz erfüllen. Jesus war Jude. Ja? Da gab es noch keine Gnade. Da gab es noch kein Evangelium, noch kein Kreuz von Golgatha. Ja? Deswegen zähle ich mal die Evangelien immer wieder auch mal zum Alten Testament. Aber nur für mich so gedanklich, obwohl sie stehen natürlich im Neuen Testament. Keine Frage. Ja? Und die einzige Stelle im Neuen Testament, die den Sabbat auch nur erwähnt, ist Kolosser 2, Vers 16. So lasst nun niemand,
niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war? Aber der Körper selbst, die Wesenheit des Sabbats und der Feiertage selbst ist in Christo. Was heißt das denn? Der Sabbat ist ein alttestamentliches Schattenbild auf Christus. Haben wir eben doch gesagt. Christus ist unser Sabbat. Steht das in der Bibel? Ja, hier. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Dazu hat uns Gott seinen Geist gegeben. Wieso wendet ihr euch denn wieder zurück zu den irdischen Elementen und wollt Sabbat und Neumonde und Feiertage halten und wollt euch beschneiden lassen? Wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Nicht nur 10 Gebote, nicht nur Teile, nicht nur Sachen, wo ihr sagt, ja, die kann ich jetzt halten, aber die kann ich, Juden, aber Opfer kann ich ja nicht mehr halten, ja, deswegen mache ich die anderen Gebote. Das darf man nicht. Wer sich beschneiden lässt, ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten oder ganz in Christus zu sein. Dazwischen müssen wir wählen. Keine Mischform. Mischform ist verboten. Wer verbietet das denn? Das Gesetz. Du darfst nicht Ochs und Esel anspannen an deinen Pflug. Ja? Gemischter Pflug ist verboten. Gemischte Kleidung ist verboten. Gemischtes Essen ist verboten. Gemischte Kleidung. Manche Leute sagen, okay, ich halte den Sabbat, ich gebe den Zehnten, ich halte die Speisegebote, ich halte die Kleidergebote. Ja? Und alles mögliche andere noch. Und das, was ich nicht kann, dafür ist ja Jesus gestorben. Ja? Findet man häufig. Aber manche Leute, gerade so aus diesen etwas gesetzlichen Kreisen, die sprechen das auch aus. Dann sage ich, ihr webt euer Kleid der Gerechtigkeit aus gemischtem Garn. Denn ein Garn ist Gesetz und ein Garn ist Gnade. Und daraus häkelt ihr euch eure Bedeckung, euer Kleid der Gerechtigkeit. Und damit übertretet ihr das Gesetz, was ihr halten wollt, weil Mischgarn ist verboten. Das dürft ihr gar nicht. Ihr dürft das nicht vermischen. Das heißt, ihr, die ihr das Gesetz halten wollt und mir vorwerft, ich würde in allen Sünden schwelgen wollen, ihr übertretet das Gesetz, indem ihr es halb haltet. Ich wollte euch gerne zum Schluss, ich habe leider keine Folie dazu, aber vielleicht passt das ganz gut, dann damit auch abzuschließen. Wenn ihr was zu schreiben habt und Interesse habt, das nachzulesen, könnt ihr nachlesen in 3. Mose 14. Ich wollte mit euch nur kurz mal ein kleines Bild noch anschauen, dann schließen wir ab, dauert 3 Minuten. Und zwar über die Reinigung des Aussätzigen, das steht ja im Gesetz. Ja, das steht da auch in der Gegend, ja, ganz komische Aussage. Also wenn jemand aussätzig war, dann war er unrein. Dieser Aussatz ist ein Bild auf Sünde. Ja? Und von dieser Sünde hat Christus uns gereinigt. Ja? Das heißt aber jetzt, das Gesetz spricht ja nicht davon, dass ich jetzt die Krätze hier hätte oder Schorf. Ja? So verstehen wir das ja nicht, sondern wir verstehen das auf unseren geistliche Krätze, einen geistlichen Schorf, wenn man so will. Ja? Und so verstehen wir, dass das Alte Testament ein Schattenbild ist auf die Wesenheit des Zukünftigen. Und jetzt gab es im Gesetz eine Vorschrift, wie man einen Aussätzigen heilen sollte. Und da steht drin, dass der hohe Priester, der Priester, der sollte halt Ysop nehmen und Holz und 2 Tauben. Ja? Und die, dann sollte er Ysop nehmen und Holz und diese eine Taube, die sollte er schlachten in ein irdenes Gefäß. Und dann den anderen Vogel nehmen, zusammen mit dem Holz und dem Ysop in dieses Blut des Vogels tauchen und damit den Aussätzigen besprengen. Und dann den Vogel fliegen lassen in den Himmel. Und damit war der Aussätzige geheilt. Macht ihr sowas noch? Nö. Warum nicht? Weil ihr nicht unter Gesetz seid. Hallo. Müsstet ihr aber tun, wenn ihr die 10 Gebote haltet, müsstet ihr das auch tun. Wenn ihr gesündigt habt, holt euch 2 Tauben auf dem Markt irgendwo, ja? Kauft euch Ysop und Holz und fangt diese Dinge an. So absurd ist das, worüber wir reden. Wir sind nicht konsequent. Entweder das ganze Gesetz oder ganz Christus. Und dann das Gesetz in Wahrheit verstehen. Was passiert denn hier? Hier ist die Rede von der Auferstehung Jesu. Vom Sterben und Auferstehen. Christus ist Bild der eine Vogel und der andere. Seine irdische Natur und seine geistliche Natur, wie man sagen will. Ja? Christus wird geschlachtet in ein irdenes Gefäß und mit Holz und Ysop, Priester, wird der Sünder besprengt mit dem Blut von Golgatha. Und dann fliegt der blutige Vogel, fliegt in den Himmel. Christus auferstanden.
fliegt in den, das ist das Bild, was das Alte Testament uns gibt. Eine Vorschattung auf Golgatha. Da ist alles drin. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr das Gesetz tun, dann müsst ihr Tauben kaufen und irgendwo Üsop euch besorgen und Holz. Und wenn ihr Sünde habt in der Gemeinde oder bei euch selber, muss euer Ehepartner diese Taube schlachten in den Topf, holt euch irgendwo aus Ton, ja, kann man ja machen, dann müsst ihr euch damit besprengen. Macht aber keine. Das wird das Gesetz halten. Oder ihr versteht das Gesetz nach dem wahren Sinn, wie Johannes sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, Dritte Mose 14, ja, was ihr schon immer hattet, aber das wahre Licht, das Licht des Geistes, das scheint jetzt. Und das scheint auf diese Bibelstelle einen neuen Sinn, eine tiefere Bedeutung. Die Wesenheit, den Körper selbst, die Wesenheit selbst in Christus, das, was wir gelesen haben oder was ich euch erzähle, ist nur ein Schattenbild, diese zwei Tauben. Die Wesenheit ist in Christus. Er geschlachtet in ein irdenes Gefäß. Er verliert sein Leben, er vergießt sein Blut. Und dann wird der zweite Vogel mit dem Holz, mit dem Golgatha-Holz und dem priesterlichen Hysop ins Blut getaucht und reinigt den Sünder vom Aussatz. Und der Vogel, ich finde das herrlich, das ist Osterbotschaft. Das Gesetz, so lesen wir das Gesetz des Mose. Warum? Weil wir es vom inneren Sinn verstehen. Wir sind keine Gesetzesbuchstaben-Christen, die alle Richtigkeiten aus dem Gesetz, sondern wir lesen das Wort Gottes mit dem wahren Licht des Geistes. Wenn wir, ich kann nur jedem Christen empfehlen, das Gesetz zu halten. So ist es. Ich kann jedem Moslem nur empfehlen, das Gesetz zu halten. Jedem Juden, haltet, aber haltet es auch richtig und haltet es ehrlich und ernst. Das führt euch zu Christus und zu Christus allein. Ja? Aber vielleicht können wir die Gedanken, die wir haben, nachher noch besprechen. Oder beim Mittagessen haben wir da auch noch ein bisschen geistliche Nahrung und schließen mal mit Gebet ab. Machen wir den Sack hier zu. Ich würde gerne ein Zeugnis darauf. Nee, lass uns doch beten und dann schließen wir ab. Dann schließt du das wieder ab. Ja? Wir unterbrechen jetzt. Ne? Dankeschön. Wir später noch mit uns. Ja? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und danken dir dafür, dass wir dein Wort so verstehen dürfen und dass wir sehen dürfen, dass Golgatha schon im Alten Testament ist. Lass uns auch verstehen, was es heißt, dass wir durch dich zu einem neuen Leben gekommen sind. Dass das Alte vergangen ist. Dass wir auferstanden sein dürfen, wiedergeboren sein dürfen, in Neuheit des Wesens wandeln dürfen, in der Freiheit vom Gesetz, aber in der unbedingten Gebundenheit an dich. Danke, dass du uns so adelst, dass du uns zu dir persönlich hinrufst, dass wir zu dir dazugehören dürfen, wie der Leib zum Haupt gehört. Dass wir eins sein dürfen mit dir und dass wir dich eines Tages sehen dürfen, so wie du bist. Da segne uns zu, Herr, lass uns mehr verstehen, wie du bist, lass uns dein Wesen verstehen und an dir gesund werden, Herr, und an dir fest werden und fröhlich werden, zuversichtlich werden für das Leben, das du uns hier gibst und wo du uns auch berufen zu hast, Zeugnis zu sein von dir und dich zu verkörpern, Herr. Danke für die Gemeinschaft, die du uns hier gibst zusammen. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir offene Türen finden und uns auch freuen dürfen aneinander und mit dir. Danke, dass wir angekommen sind und dass du kommst und dass wir dich sehen dürfen, so wie du bist, Herr. Amen.